wichtig ist, mich nicht mehr von Tatsachen oder Realität beeindrucken zu lassen, sondern als Schöpfer die Realität zu schaffen, die jetzt stimmt. Tatsachen sind Sachen, die einmal so getan worden sind und zur Realität wurden, die aber jederzeit wieder anders getan werden können. Machen Sie sich bewusst, eine Situation kann noch so schwierig oder gar aussichtslos sein. Das ist ohne jede Bedeutung, weil Sie ja jederzeit eine neue Ursache setzen können. Alles, was Sie gerade erleben, ist damit bereits Vergangenheit und gehört zum Bisher. Das können Sie nicht mehr ändern. Aber das ist ja ohnehin vorbei. Wenn Sie jetzt eine andere Ursache setzen, erkennen Sie ab sofort alles, was geschieht, als Chance zum Besseren und nutzen Sie diese Chance. Sie machen aus allem einen Erfolg, einfach weil Sie vorher nicht aufhören. Eine Sache ist immer erst dann erledigt, wenn sie erfolgreich abgeschlossen wurde. Ist sie nicht erfolgreich, ist das noch nicht das Ende. Also machen Sie weiter. Was im Außen geschieht, ist ohne Bedeutung. Ist Karma, das sich erfüllt. Das einzig Wesentliche im Leben ist das Erwachen zu sich selbst und damit der Beginn des wahren Lebens. Bewusst zu leben in Ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Körper, der weder krank werden kann, noch mit der Zeit älter wird, noch irgendwann stirbt. Das alles sind Erfahrungen, die nur Ihr Erfahrungsinstrument Körper machen kann. Sie aber sind ewig. Als erwachtes Bewusstsein sind Sie angeschlossen an die Weisheit des Einen und nehmen ständig wahr, was ist. Sie erkennen die vollkommene Antwort in jeder Frage, die perfekte Lösung in jeder Aufgabe. Und damit fällt alles Karma von Ihnen ab, denn Ihr ewiges Sein ist karmafrei. Der vollkommene, weise, erleuchtete, Ihr wahres Sein wartet nur darauf, dass Sie sich erkennen und hervortreten als der, der Sie wirklich sind. Sobald Sie sich dem Höheren zuwenden, kann sie das Niedere nicht mehr erreichen, weil sie dafür nicht mehr resonanzfähig sind. Indem sie ihre Aufmerksamkeit auf das Höchste gerichtet halten, ändert sich ihr ganzes Leben im gleichen Augenblick entsprechend. Und ihr wahres Leben hat gerade begonnen. Und sie spielen bewusst das Spiel des Lebens als vollkommenes, ewiges Sein. Sie überlassen die Führung ihres Lebens nicht mehr dem Verstand und damit dem Ego, denn das schafft sich ein Ich-Leben. Und dann leben sie gar nicht wirklich ihr Leben. Kein Wunder, wenn sie sich darin nicht wirklich wohlfühlen. Sobald sie sich beim Leben zuschauen und sich erleben als Beobachter, endet die Identifikation mit der Illusion des Ich. Denn das, was Sie beobachten, können Sie ja nicht sein. Und damit endet Ihr bisheriges Leben. Und Ihr wahres Leben hat gerade begonnen. Sie können auch das Tor des Himmels öffnen und kommen über das ganzhirnige Denken und das holistische Denken zur universellen Wahrnehmung und erkennen so die Wirklichkeit hinter dem Schein
plötzlich haben sie keine Verwendung mehr für das begrenzte und begrenzende Denken. Und mit dem Denken verschwindet auch das Ich, das es ohnehin nie gegeben hat. Das meinte, alles regeln zu müssen, ohne es zu können. Plötzlich ist alles ganz einfach. Und sie lassen sich als erwachtes Bewusstsein von der Weisheit des Einen führen. Tatsachen und Realität sind nur noch Chancen zum Besseren. Entweder sie stimmen, dann lehnen sie sich zurück und genießen das Leben, oder sie stimmen nicht, dann wandeln sie sie um in ihr inneres Ideal und leben so ein immer idealeres Leben und lassen sich nicht mehr beeindrucken von Tatsachen oder Realität, sondern schaffen sich bewusst die Welt, in der sie leben möchten.